Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Hardcore. Wir sind noch am regenerieren, weil wir im letzten Part am Ende die ganze Nacht durchgemacht haben und die ganze Zeit Monster gejagt haben. Ich dachte, ich habe da gerade irgendwo hinten so eine Hexe oder so gesehen. Stimmt, Hexen haben wir bisher noch gar nicht gesehen, glaube ich. Na egal. Auf jeden Fall haben wir Besuch bekommen im letzten Part von dem Typen hier, ein Händler, der uns hier Dinge anbietet. Und noch solche Lamas oder Alpakas oder wie auch immer. Des Weiteren hat unser Verzauberungstisch unten jetzt die Möglichkeit, Level 30 Verzauberungen anzubieten. Dö. Und mit, ja, Haltbarkeit 3 leider. Also keine Glück 3 bisher. Ist nicht so schlimm, wir haben ja sowieso noch keine 30 Level. Darum werden wir uns aber so nach und nach weiterhin kümmern. So, erstmal die ganzen Errungenschaften aus dem letzten Part hier mal rein. Auch eine Schallplatte haben wir bekommen, ist auch mega nice. Bogen kommt hier, ne, Bogen kommt in die andere Kiste rein, und zwar hier rein, dass wir mal so ein bisschen wieder alles sortieren. Dann die Erde, das Holz kommt hier rein und dann die Meeresgurke. So, Sand brauche ich auch nicht. Zack. Gut, dann war's das hier in dieser Form erstmal. Dann ist mein Ziel unten hier weiterzubauen. Hier soll nämlich mein Amboss hinkommen. So eine kleine Schmiede, kann man schon fast sagen, soll ja entstehen. Daher wollen wir mal hier weitergraben. Hier haben wir so noch ein bisschen Kohle, das passt ja perfekt. Und soll auch wieder ein kleiner Raum werden. Nichts Großes mit einem einzigen Amboss. Ich denke mal, so groß wie der Raum hier drüben. So ungefähr zumindest. Das ist ja wirklich eine kleine Bibliothek. Normalerweise baue ich größere Bibliotheken, aber für Minecraft Hardcore reicht das komplett aus. Und auch die Schmiede. Normalerweise ist bei mir eine Schmiede immer ein extra Gebäude oder so. Aber auch dieses Mal nicht. Alles klein gehalten. Und mal gucken, vielleicht reicht jetzt sogar die Größe des Raumes schon aus. Wenn man hier so reingeht, dann könnte hier der Amboss sein. Nee, wir machen noch eine Ebene tiefer. Noch eine Ebene tiefer. Was ich auf jeden Fall brauche, sind noch ein paar mehr Steinziegel. Weil die werden nicht ausreichen. Bedeutet, wir gehen nochmal kurz hoch, gehen an den Ofen ran. Und packen hier nochmal ein bisschen Stein hier rein. So, passt. Des Weiteren. Na komm, wir machen das Ding sogar ein bisschen breiter. Genau, dann können wir hier nochmal ein bisschen mit Holz an den Ecken mitarbeiten, weil wir sowieso von drüben noch das Holz haben. Und ja. An sich, hier habe ich ja die Bibliothek auch nur so klein gemacht, weil ich nicht die ganzen Bücherregale habe dafür. Obwohl ich jetzt im Nachhinein weiß, die obere Reihe hätte ich mir sparen können. Also ich hätte mir ein paar Bücherregale sparen können insgesamt. Gerade auch meine letzte Tour, die ich gemacht habe, extra für Bücher. Ja, später oder im Nachhinein ist man immer schlauer. Egal. Gut, dann hole ich mal Zeug, was wir jetzt hier brauchen. Schwarzeiche, Fichte, Steinziegel, Eichenstämme. Eichenstämme haben wir noch ein paar, aber die werden auf jeden Fall nicht reichen. Schwarzeichenholz haben wir auch noch ein bisschen was. Wird aber auch eventuell nicht reichen. Daher packe ich mir noch 8 dazu. Dann hier noch ein bisschen Fichte. Zack, zack. Aber wie gesagt, Eiche wird nicht reichen. Leider. Daher gehen wir jetzt raus. Oder halt auch nicht. Schon wieder diese Viecher. Die waren schon mal da nach einer Nacht. Und aus dem Gespräch mit Johannes weiß ich, dass die nicht gerade so schön sind. Also von denen sollte man sich nicht treffen lassen. Es gibt's doch gar nicht. Warum kreuzen die auf? Weil du jetzt hier bist? Nee. Eigentlich nicht, weil die sind ja schon mal aufgekreuzt und da warst du nicht bei mir. Ach man, ich wollte jetzt Eichenholz holen. Manu. Ach, hier habe ich ja auch noch... Oh, hier habe ich selber auch noch Stein drin. Ah. Ja, egal. Dann, das, die Steinziegel, die ich habe, die nutze ich mal für. Oh, hier ist. Ich habe insgesamt noch so viel. Okay, ja, gut. Dann brauche ich eigentlich keine neuen Steinziegel. Egal. Ich nutze jetzt mal kurz die Zeit und mache hier schon mal die Wände. Solange wir nicht raus können. So, zack, zack, zack. Warte, das passt ja an sich. 3, 3. Auf jeder Seite. Ja, das ist ein schöner quadratischer Raum. Das passt, das passt, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. So, zack, zack. Das, was ich jetzt hier raushaue, da sollen nämlich die Steinziegel reinkommen.
immer 9 Stück pro Seite, das heißt insgesamt 27. Da die Seite ist ja sowieso schon fertig. Und dann kann man hier schön in der Mitte auch die Fackeln hinpacken. Und da oben eine rein. Gut, dann geht's weiter mit dem Boden. Die Holzstämme, die mache ich halt dann zum Schluss. Ist ja auch nicht das Problem. Meine Spitzhacke ist fast kaputt. Und das wird wahrscheinlich... Die Spitzhacke, wird sie ausreichen? Doch, sie reicht aus für den Boden. Aber nicht für die Decke. Aber Decke ist eh Erde. Das ist gut, So, dann Fichtenholz beim Boden. Zack, zack, zack. Alles hier mal hinzimmern. Sieht doch schon mal insgesamt viel gemütlicher aus. Und jetzt hier oben. Da ist noch die Decke von oben, aber nicht komplett. Weil sich der Keller so ein bisschen jetzt weiter in diese Richtung bewegt. Beziehungsweise ein bisschen größer ist. Weil der Raum besser gesagt. Ist aber nicht so schlimm. So, zack. Dann haben wir das auch erledigt. Wir haben oben noch bestimmt noch eine Fichtenholztür, die ich dann hier einsetzen kann. Und dann können wir uns auch schon mal um den... sag schon, um den Amboss kümmern. Genau. Damit wir halt... Wir haben ja einige Bücher. Und damit wir halt die Bücher nutzen können, brauchen wir halt einen Amboss. Da haben wir nice Bücher, haben wir. Richtig gute Bücher haben wir. So, dann das ist Rest Eichenholz. Das heißt, ich gehe jetzt nach oben. Einerseits brauche ich eine neue Spitzhacke. Das heißt, mal 4 Stickies mal raus. Mal ein bisschen Eisen raus. Eisen haben wir mehr als genug. Da hole ich mal ein bisschen mehr, damit ich unterwegs dann noch ein bisschen was habe. So, zack. Neue Spitzhacke daher. Steinziegel können jetzt hier rein. Das andere Holz kann hier auch rein. Erde kann hier ein bisschen was rein. Fischholz kann hier auch noch rein. Wunderbar. Sind die Viecher draußen weg? Ich hoffe. Ich sehe sie gerade nicht. Also ich glaube, draußen ist safe. Ist draußen safe, ja. Die Sonne geht mal wieder unter. Jetzt wollen wir die Nacht gleich wieder nutzen für jeweilige Nachttouren? Können wir rein theoretisch so machen. So, wir gehen jetzt hier in den Wald hinein. Hier haben wir noch ein paar Bäume, die wir holzen können, abholzen können. Ist der Baum hier vollzählig abgeholzt? Ja. Sah so merkwürdig aus. Aber gut. Neue Axt, die wir schon ein Glück gebaut haben, kommt direkt zum Einsatz. Mehr Holz brauchen wir an sich auch jetzt erstmal gar nicht. Können wir direkt das Holz noch drin reinsetzen. Dann haben wir wenigstens den Raum schon mal abgeschlossen. Dann kommt noch der Amboss dran nach der Nacht. Und dann gucken wir mal weiter. Stimmt, neues Schild muss hergestellt werden. Ja, das neue Schild muss hergestellt werden. Ohne neues Schild gehe ich nicht raus. Da muss ich mich jetzt mal ein bisschen beeilen. So, hier noch. Wer trinkt da bitteschön? Ist das unser Gast? Kann sein. Ich mach mal die Tür zu, weil jetzt Nacht wird. Dann brauche ich hier. Zack. War das so? Wie war denn das Schild? Nee, das war oben. So? Ja, genau, genau. Wunderbar. Okay, dann Rüstung hält noch ein bisschen. Das heißt, wir können mal rausgehen. Und mal gucken, was wir heute in dieser Nacht so finden werden. Ich gehe wieder in die Wüste, weil in der Wüste habe ich einfach den besten Überblick. Muss man halt einfach mal so sagen. Und dann gucken wir mal, welches Level wir so erreichen. Im letzten Part waren wir zuerst Level 23 und sind bis Level 26 dann hochgegangen. Und da haben wir sogar schon die Hälfte geschafft. Bedeutet, mein Ziel wird sein, Level... Ja, 28,5 bis 29. Das wäre schon ganz nice. Aber das müssen auch die Monster natürlich hergeben. Zum Beispiel Zombies und Spinnen sind mir sehr lieb. Creeper, naja, wenn sie alleine auftreten, dann ja. Wenn sie in Gruppen dann auftreten, mit Skeletten noch am besten zusammen. Nee, danke. Und Skelette sind mir überhaupt nicht lieb. Skelette, darauf kann ich gerne verzichten. So, dann gucken wir mal weiter.
Das sind drei Skelette. Nein, danke. Nein, danke. Da haben wir ein einzelnes Skelett und noch ein Zombie und da oben noch ein Skelett. Aber vielleicht kann ich mir erstmal das Skelett hier so ein bisschen rausfischen. Ja, Zombie ist auch schon unterwegs, aber das macht nichts. Haben wir dich? Ich weiß, hinter mir ist dieser Creeper. Ja, ist man kurz mal ein bisschen ruhig, weil man sich da mal kurz konzentrieren muss, aber passt. Dann kommt als nächstes die Spinne dran. Also Monster haben wir bis jetzt massig. Oh nein, ein Mini-Zombie. Ich hasse Mini-Zombies. Ich hasse Mini-Zombies. Und dann noch so ein Zombie-Pigment, der mir noch Hunger gibt. Grässlich. Grässlich das Ganze. So. Weiter geht es hier mit den Spinnen. Eine Spinne bitte nach der anderen. Ich sagte eine Spinne nach der anderen. Das ist nicht eine Spinne nach der anderen. Hinter mir darf jetzt zum Beispiel kein Creeper aufkreuzen. Wenn hinter mir ein Creeper aufkreuzt, bin ich tot. Eventuell. Okay, haben wir das überstanden? Wir sind sogar schon Level 27. Weil wir bis jetzt sogar mehr Monster angegriffen haben, wie in den ersten Minuten der letzten Nacht. Okay, dann da hinten Zombie Pigment. Ah, die tauchen jetzt auch häufig auf, diese Zombie Pigments. Das war früher nicht so. Die waren dann sehr selten. Was an sich schon ganz cool war, dass sie so selten waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Nummer 1 ist explodiert, ist nicht so schlimm. Sehr schön. Also die Wüste kann ruhig durchlöchert werden, das ist mir egal. Das ist mir eigentlich sowas von egal. So, weiter geht es mit Dick hier. Ab runter mit dir. Wunderbar, wunderbar. Habe ich den verzauberten Bogen bekommen? Schade, habe ich nicht. Habe ich nicht. So, wieder hoch hier. Weiter geht es. Bald sind wir schon Level 28. Also dann, so ihr seht, das hier an sich wäre fast erreicht. Ja, unser großes Ziel ist halt wirklich die Level 30. Sobald ich Level 30 bin, bin ich erstmal sehr, sehr froh. Weil ich mir dann erstmal den Bogen machen werde. Und dann so ein bisschen auch Hoffnung auf Level 30, Glück 3 zu haben. Damit wir endlich unsere nächste große Höhentour für weitere Diamanten machen können. Das wäre schon ganz gut. No, 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 no. Gut, dass ich mir ein neues Schild gemacht habe. No! Ja! Ja, Glück, Glück. Die greifen sich gegenseitig an. Aber ich muss ein Skelett angreifen, damit ich die XP überhaupt kriege. Aber die greifen sich wieder gegenseitig an. Das ist natürlich Optimus. Optimus, Optimus, Optimus. Optimus Prime, nein. Optimal meinte ich. Wo ist denn das andere Skelett jetzt hin? Ist das selber gestorben? Ich glaube ja. Okay, weiter geht es. Da ist ein Creeper alleine. Dann kümmere ich mich um den Creeper. Der könnte mir so schon zu Level 28 verhelfen. Mal gucken. Ah, nee. Wir sind halt auf einem so hohen Level, da reichen solche paar XP leider nicht mehr aus. Um ein Level zu erreichen oder um ein Level zu vollenden, besser gesagt. Na egal. Weiter geht es. Auch ein bisschen auf meine Rüstung achten, aber meine Rüstung war vorhin noch ganz okay, also brauche ich jetzt nicht nachschauen, aber ich gucke trotzdem mal nach. Ist im orangen Bereich, also es wird vielleicht für die nächste Nacht, also dann mal Zeit, dass ich eine Ersatzrüstung mitnehme. Für den Fall der Fälle. Bleib du da unten, ich kümmere mich um dieses Skelett. Wunderbar, das ging sehr, sehr schnell. Da kommt ein Zombie-Pigment, das ist sehr, sehr gut. Kurz was essen. Essen ist immer wichtig. Ist da gerade ein Zombie gespawnt vor meiner Nase? Ja, moin. Mit einem Eisenschwert sogar. Dachte, ja gut, dann sind wir auf demselben Niveau. Zumindest mit selben Waffen. Aber hat ihm nichts gebracht. Umso besser, muss ich dazu sagen. So, Spinne und Creeper. Ich weiß, ich entferne mich immer weiter von zu Hause weg. Das ist nicht ganz hundertprozentig gewollt, aber ich finde es noch okay. Ich weiß, dass da ein Creeper kommt. No! Jetzt haben wir Probleme in Form von, ich habe kein Schwert mehr. Aber mit einer Axt hat man fast genau, also eine Axt ist fast genauso stark wie ein Schwert, wie man merkt. Da kann man ruhig mal die Axt notfalls nehmen, wie jetzt hier. Stärke 9 Angriffsschaden.
Ich weiß nicht, wie viel das Schwert hatte. Ich werde mir auch mal kurz eine Werkbank machen. Ach, ich habe so ein. Oh, ich bin da doof. Ich hatte sogar eine dabei. Und ja gut, ich nutze mal kurz das Holz für Stickies. Gut, dass ich Eisen mitgenommen habe. So, zack. Und dann habe ich wieder ein Schwert. Angriffsschaden 6. Was? Warum ist die Axt stärker als das Schwert? Dann muss ich doch weiterhin die Axt nehmen. Das war damals nicht so. Das war auf keinen Fall damals so. Das Schwert war auch schon immer stärker als die Axt. Warum wurde das geändert? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, ich muss mit den Dingen hier leben. Bedeutet, dementsprechend werde ich jetzt hier mit der Axt kämpfen. Aber dann brauche ich einfach kein Schwert mehr machen. Macht doch einfach gar keinen Sinn. Das Schwert hat so an Stärke verloren dadurch. Auch an sich, dass man mit dem Schwert gar nicht mehr blocken kann, ist ja noch ein Verlust, so ihr seht. Und man kann mit der Axt auch viel schneller angreifen. Das macht doch null Sinn. Gut. Man kann das Schwert verzaubern mit Stärke. Schärfe meinte ich. Stärke kann man Bogen verzaubern, aber nicht das Schwert. Bedeutet, an sich wird das Schwert dann mit der Zeit stärker, aber dennoch. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber wiederum, ja, ich habe das so gelernt, dass man mit einem Schwert angreift. Es ist halt wirklich komplett behämmert. Das ist komplett behämmert. Okay, Mond geht wieder unter. Wir haben 28,5 Level. Das war mein Ziel. Also ich gehe zwar jetzt nicht davon aus, aber eventuell schaffen wir noch Level 29. Das wäre optimal. Wir haben hier unten noch ein paar Monster. Die werde ich direkt mal angreifen. So, Nummer 1. Oh, gut, dass ich geblockt habe. Gut, dass ich geblockt habe. So, Skelett ist da unten hin verschwunden. Ah, bisschen gerade wieder spannend, weil weniger Herzen wieder. Aber das kriegen wir alles hin. Komm, die Spinne muss jetzt auch noch mal ein paar gute XP geben und dann brauche ich noch irgendwo ein Monster. Da hinten kommt der Zombie. Der Zombie. Reicht das schon aus? Erreiche ich ihn noch? Danke. Aber es reicht nicht aus, schade. Ach man, ist irgendwo noch eine Spinne oder ein Creeper, was vielleicht überlebt hat? Da hinten ist ein Lama. Ein freilaufendes Lama. Ja, wir haben Level 29 fast erreicht. Da ist noch ein Creeper. Oh! Meine Rettung. Meine Rettung. Dann erreiche ich noch Level 29. Sehr, sehr schön. Und da ist noch ein XP-Popel. Der nicht weggesprengt werden darf. Okay, Level 29 haben wir. Sehr schön. Ziel der Nacht erreicht bedeutet, nächste Nacht werden wir dann Level 30 erreichen, endlich. Und das ist sehr, sehr gut. Dann werden wir pro Nacht wirklich immer wieder auf Level 30 hochgehen. Weil wir ja dann, sobald ich Level 30 habe, werde ich die natürlich dann direkt einsetzen. Und dann danach die Nacht wieder auf Level 30, dann wieder einsetzen und so weiter und so fort. Gut, erstmal das Zeug, was ich bekommen habe, hier rein. Nicht die Erde, nicht die Erde. Pfeile, wieder ein Bogen, Kartoffel, frontes Fleisch. Und so weiter und so fort. Das eine Eichenholzbrett packe ich auch mal hier rein und hole ihr dafür Fichtenholz. Dinger mal raus. Oder so insgesamt. So, passt. Woher habe ich den Sand? Wahrscheinlich wegen irgendeiner Explosion. Okay, dann werden wir uns jetzt um. Also, zwei Dinge möchte ich jetzt noch machen in diesem Part. Einerseits das Feld abfarmen, weil ich brauche Essen. Gerade für die nächste Nacht. Und andererseits vielleicht mal mit Knochenmehl sogar. Und andererseits möchte ich den Amboss herstellen. Der Amboss muss dann her. So, 39 Knochenmehl, das reicht erstmal fürs Erste. Denke ich mal, zumal, weil ja auch viele Kartoffeln schon so gut wie ausgewachsen. Ach, die sind sogar schon ausgewachsen. Inzwischen. Gut, wenn wir sowieso hier die ganze Zeit unterwegs sind, dann wachsen sie halt aus. Umso besser. So, hier noch ein Knochenmehl.
direkt wieder anpflanzen, das Ganze. So, das ist ausgewachsen, das ist ausgewachsen. Eieieiei. Ohne Knochenmehl kriegen wir jetzt schon so viele Kartoffeln hierher. So, du da hinten auch noch. Dann kann das hier auch direkt mal alles hochwachsen. Wir haben so insgesamt schon mehr als einen Stack. Es wäre sowieso schön, wenn wir jetzt einen Stack Kartoffeln zusammenkriegen. Wir machen mal diesen Stack mal voll. Das ist das, was ich hier noch anpflanzen kann. So, dann. Ich möchte auch das Feld mich jetzt hier mal fertig kriegen. Dann eins noch. Ja, gut, das eine Feld kriege ich da jetzt nicht hin, aber insgesamt haben wir jetzt ein Stack Kartoffeln einfach so übrig, die wir direkt in den Ofen schmeißen können. Das ist sehr, sehr gut. Packen wir direkt in den Ofen da hinten rein. Ach, da haben wir auch keine Kohle mehr, das ist natürlich schlecht. Dann machen wir es mal so, zack. Die eine Kartoffel esse ich. Und Knochenmehl kommt hier rein wieder. So, dann brauche ich das Eisen, das ganze Menge Eisen hier. Für einen Amboss. Zack, 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 ah, zack. Drei Eisenblöcke und dann hier noch vier Eisen dazu. Haben wir jetzt den Amboss. Wunderbar. Und der wird unten hingestellt. Ambosse sind natürlich nicht unzerbrechlich. Bedeutet, wir werden, oder der wird in der Zeit zerbrechen, aber wir haben ja insgesamt sowieso genügend Eisen. Jetzt fehlt da unten nur noch die Tür und dann ist der Keller fertig. Der Keller ist dann fertig, so wie er da steht. So habe ich ihn mir vorgestellt. Und ja, ich bin damit zufrieden. Ich bin damit sehr zufrieden. Und hier können wir dann so ein paar Dinge dann schon mal machen. Was haben wir jetzt alles an Bücher? Ich will jetzt noch nichts mit einem Boss machen, weil das kostet natürlich auch Erfahrungspunkte, aber für später dann. Wir haben Schusssicher. Ja, Sprungkraft brauchen wir nicht. Sprungkraft, was ist Sprungkraft? Keine Ahnung. Stärke 4 für Bogen, das wird später sehr interessant sein. Mega wichtig. Flamme für den Bogen, sehr wichtig. Wir haben sogar zweimal Flamme. Cool. Also diese beiden Bücher da unten, die sind sehr wichtig später für unseren Bogen. Das stimmt, da brauchen wir eigentlich... Ja gut, wir brauchen noch Unendlichkeit. Und Haltbarkeit für den Bogen. Bedeutet, wir werden auf jeden Fall den Bogen dann später unten verzaubern. Wir haben momentan 3 Bögen hier zur Auswahl. Aber ich kriege da nicht einen kompletten heilen Bogen zustande. Es sei denn, hier ist vielleicht schon noch einer. Nein. Ist nicht so schlimm, dann ist das so ein kleiner Ersatzbogen. Wir werden uns einfach mal einen komplett neuen craften. Ist ja auch nicht teuer. 3 Stickies und dann die 3 Fäden. Zack, haben wir einen komplett neuen Bogen. Ich würde mal gerne direkt wissen, was wir da beim Verzauberungstisch kriegen würden. Hätten wir jetzt 30 Level. Stärke 3. Warte, Stärke 3. Warte. Stärke 3 ist eigentlich nicht so gut, oder? Weil wir haben ja jetzt als Buch Stärke 4, richtig? Ja, also ist das gar nicht gut. Ich bräuchte einen Alternativplan. Weil mein Plan sah eigentlich so aus, dass ich jetzt den Bogen hier verzaubere. Dann 3 Level farme, um nochmal die Diamantspitzhacke zu gucken. Aber jetzt fällt ja beides weg. Das funktioniert nicht. Bogen funktioniert nicht. Bedeutet, ich bräuchte irgendwie was anderes. Was eventuell hoffentlich funktioniert. Bücher. Oder? Habe ich noch 2 Diamanten für ein Diamantschwert? Dass ich schon mal ein Diamantschwert verzaubern könnte? Habe ich sogar. Brauche ich die? Noch für irgendwas? Nee. Wir haben Diamantspitzhacke, wir haben Verzauberungstisch. Die brauche ich sonst jetzt erstmal nicht. Da machen wir uns direkt ein Diamantschwert. Mal gucken, was wir darauf kriegen. Da wäre schon Verbrennung und so. Ganz nice. Plünderung wäre mega geil, wegen Enderman. Dass wir dann schneller Enderungen kriegen und weniger Enderman killen müssen, weil Enderman halt sehr gefährlich sind. Schärfe natürlich umso besser. Schwungkraft auf ein Schwert, okay. Ich bin mit dem Ganzen gar nicht zufrieden. Also es ist ja wirklich... Ich hol mir mal kurz mal einfach Steinziegel. 1, 2 Steins. Holen wir mal 2 Steinziegel. Aus dem folgenden Grund, ich möchte ein paar Bücher haben. Bedeutet, wir machen mal oben auf beiden Seiten das mal weg. Dann haben wir insgesamt 6 Bücher, die wir auch zum Verzaubern nehmen können.
Hier kommt ein Steinzieher rein, so. Und Level 30 können wir immer noch verzaubern. Richtig, richtig. Was würde auf dem Buch kommen? Wasseraffinität, Schwungkraft, Stärke 1. Auch Mist. Mann, warum ist alles hier Mist? Haltbarkeit 3. Behutsamkeit, das ist. Für 2 Level. Machen wir. Jetzt direkt. Machen wir jetzt direkt. Das heißt, ich brauche noch eine neue Eisenspitzhacke. Dass ich die andere Eisenspitzhacke. Rein theoretisch kann ich damit sogar schon auf Höhentour gehen. Auf eine größere. Weil die Behutsamkeitsspitzhacke dann. Auch hier? Genau. Die kann ich ja dann nutzen, um Diamanten abzubauen. Das heißt, ja, es ist mega gut. Das ist mega gut. Aber ich brauche noch ein Lapislazuli. Stimmt ja. Das heißt, wir werden jetzt vielleicht doch schon auf Höhentour gehen. Ja, das passt dann wunderbar. Ab nächsten Part gibt es eine weitere große Höhentour. Ah, ich brauche nur 2 Lapislazuli. Stimmt ja. Ab dem nächsten Part gibt es eine größere Höhentour. Mit Behutsamkeit ist das jetzt möglich. Haltbarkeit 2 und Effizienz 2 noch drauf. Gerade Haltbarkeit war jetzt noch meine Hoffnung. Mega nice. Zwar kann ich dann die Diamanten nicht direkt verwenden. Allerdings. Ja, sobald ich dann endlich Glück 3 habe, kann ich dann die Diamantblöcke hier hinsetzen und dann schön alle abbauen. Also, wenn ich jetzt halt in. Mein Gedanke war halt so, wenn ich jetzt auf Höhlentour gehe und Diamanten finde, kriege ich aus jedem Diamanterz nur einen Diamanten raus. Mit der neuen Taktik jetzt, mit Putzsamkeit und dann später Glück, kriege ich aus jedem Diamantblock vielleicht 2, 3, 4 raus. Ja, 4 weiß ich nicht, aber insgesamt kriegt man so ungefähr das Doppelte raus. Und das ist halt schon mega nice. Das will ich dann auch unbedingt nutzen. Daher bin ich sehr froh, jetzt Behutsamkeit zu haben. Und dazu noch Haltbarkeit 2, dass die Spitzhacke noch länger hält. Bedeutet, wir werden jetzt die Höhentour vorbereiten. Das heißt, Diamantspitzhacke kommt jetzt hier rein. Ich werde Rüstungsteile mitnehmen. Am besten noch mehr, weil Hose hält auch nicht mehr lange. Ein Glück haben wir ja schon Rüstung so gesehen vorbereitet. So, zack, haben wir dann eine neue. Oder wir machen es noch folgendermaßen. Ich ziehe mich mal kurz aus. Pack das Angebrochene hier rein. Und ziehe direkt das Neue an. Dann spare ich Inventarplatz. Und wenn das dann so weit angebrochen ist, kann ich ja die beiden dann zusammenfügen. Das ist ja nicht das Problem. So, Bogen. Nehme ich ruhig. Ne, Bogen nehme ich nicht mit. Behutsamkeitsspitzhacke nehme ich mit. Diamantschwert packe ich auch noch nicht mit. Also, so. Packen wir das auch mal hier nach unten alles direkt. Auch den Diamanten. Ich wollte eigentlich noch diesen Part Netherportal fertigstellen. Stimmt ja. Aber das machen wir dann noch später. Das machen wir noch später. So, dann. Zack. Lava-Eimer brauche ich nicht unbedingt. Lava-Eimer kommt hier rein. 2 Werkbänke brauche ich auch nicht. Da reicht mir eine Werkbank hin. Holz habe ich dabei. Koppel, so viel Koppel brauche ich nicht. Erde, bisschen Erde hätte ich noch zusätzlich dabei. Gerne. Kohle habe ich dabei. Kompass brauche ich jetzt nicht. Woher habe ich den Kompass? Den habe ich irgendwo ja bekommen. Warte, Kompass kommt hier rein. Dann des Weiteren. Eisen nehme ich gerne mit. Ein bisschen was. Und mache mir insgesamt sowieso nochmal 2 weitere Eisenspitzhacken. Dann sind wir soweit ausgerüstet. Kann das sein? Ich glaube ja. Dann haben wir alles, was wir ab dem nächsten Part brauchen. Und ich freue mich sehr auf diese Höhentour. Ich freue mich sehr. Essen, essen, essen. Da brennt es noch durch. Ist auch bald fertig. Dann haben wir einen Stack Ofenkartoffeln, die wir mitnehmen. Passt auch wunderbar. Ich gehe mal direkt schlafen, damit nicht so die Monster draußen kommen. Auch schon wieder der Part ist schon längst vorbei. Daher, ich wollte das jetzt trotzdem erstmal vorbereitet haben, dass wir am nächsten Part da direkt starten können. Ich gucke gerade noch hier überall rein, ob ich noch irgendwas brauche, aber ich denke nicht. Nee. Da haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Genau. Das passt. Das passt an sich. Im nächsten Part geht's dann mit der richtigen Höhentour dann weiter. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Das kann wieder sehr interessant werden, weil wir dann vielleicht auch noch mal ein bisschen länger in der Höhle bleiben. Weil mein Ziel ist dann schon, dass wir so viel Diamanten finden, dass wir uns eine Diamantrüstung herstellen können. Rein theoretisch. Also, sagen wir es mal so, ich hätte schon gerne so
15 Diamanterz. Damit, mit 15 Diamanten können wir natürlich noch keine Diamantrüstung herstellen. Allerdings mit der Glücksspitzhacke später dann sehr wahrscheinlich schon. Daher ist das dann mein Ziel. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und bye bye.